So, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben etwas mal wieder Besonderes. Und zwar habe ich noch ein Ikoria Japanisch gefunden. Das Problem an Ikoria Japanisch ist, ich habe keine Ahnung, was das für Karten sind. Weil ich kenne Ikoria zwar, aber Japanisch. Es ist ähnlich wie auch Strixhaven, die ja japanische Karten hatte. Und es gab, glaube ich, auch eine War of the Spark Japanisch. Da probiere ich noch einen Booster von zu bekommen. Ja. Schwierig. Ich mag die japanischen Printruns, ich mag die japanischen Booster. Ich bin schlecht da drin, die hier so aufzuziehen. Na, mal gucken, ob wir diesmal es schaffen. Nee, natürlich nicht. Wie gesagt, ich bin kacke da drin. Und gucken wir uns mal die japanischen Booster an. Ich glaube, die sind verkehrt rum gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste eine Common sein. Jawohl. Aha. Wenn ich irgendwas erkenne, sage ich Bescheid. Aber aktuell noch nicht. Den kenne ich. 5 Mana 4-4 mit Menace. Und wenn man den mutatet, muss der Gegner eine Handkarte abwerfen. Für Mutate 4. Sehr, sehr starke Karte. Dann Rambok. Keine Ahnung. 3 Mana 3-3 irgendwas. 2 Mana 1-2. Also ich fühle mich halt wie immer, wenn ich so japanische Booster aufmache. Eichhörnchen. Flughörnchen. Entschuldigung. Flughörnchen. Dass ich echt keine Ahnung habe, was hier abgeht. Spike Goblin. Ram-Through, das ist 2 Mana, zwei Kreaturen kämpfen und wenn die eine Kreatur, die ihr kontrolliert, mehr Angriff hat als die Verteidigungsstärke, macht ihr Trampelschaden sozusagen. Das Artwork sagt mir auch was mit dieser Pflanze. Die Pflanze sieht cool aus. Ja, Ikoria halt. Ikoria sieht halt einfach cool aus. Das war irgendwie gibt plus 2 plus 0 und ich glaube eine Death Touch mag. Ich bin mir gerade nicht sicher oder wird nicht zerstört oder so. Ja. Die kenne ich auch. 3 Mana 1-3, wenn die ins Spiel kommen, legen wir auf eine Nicht-Human-Kreatur einen Lifelink-Counter. Und für 2 Mana tappen, kriegen alle Kreaturen mit Lifelink plus 1 plus 1. Ja. Schöne Karte. Okay. Heartless Act. 2 Mana. Wir nehmen 3 Marken von der Kreatur oder zerstören eine Kreatur ohne Marken. Sehr, sehr coole Karte. Auch in Japanisch. Sehr, sehr cool. Und unser Rare ist The Ozolith. Ozolith sagt, dass wir immer, wenn eine Kreatur mit Marken stirbt, diese Marken woanders drauflegen können. Sehr, sehr, sehr cool. Plus ein Wald, plus ein Token. Ja, wie immer, Japanisch. Bisschen schwieriger bei mir. Es tut mir leid. Aber ich mag die japanischen Booster und ich mag japanische Karten, auch wenn ich sie nicht lesen kann. Ich würde sie niemals auf Turnieren spielen, aber ihr kennt meine Einstellung dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksate. Ciao, ciao.